Das ist hier einer der kleinsten und einfachsten Elektromotoren der Welt. Man braucht einen gewickelten Draht, möglichst schön fein gewickelt. Und es ist wichtig, dass der mich möglichst in einer Ebene dreht, also möglichst ruhig nachher dreht in der Lagerung. Eine Flachbatterie und einen Festmagneten. Ich habe jetzt hier an der Flachbatterie noch so kleine Klemmen angebracht. Das kann man aber auch anders lösen. Man muss halt die Spule irgendwie zum Drehen kriegen. So, dann stecke ich das mal hier rein. Bringe das in Position hier an dem Festmagneten, permanenten Magneten, und muss natürlich einen Startimpuls geben. Und los geht's. Der Motor dreht sich. Fertig.